What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're jumping in the next one on our Sasha Grummel journey. Kaina Anung, which I believe means no idea. Let's see what we got. Let's go. Shout out to Ms. Inga for the subtitle. Shout out to Thomas for bringing us something awesome. It's probably going to be amazing. Let's go. Weltall, unendliche Weiten. Sternzeit 0815, 4711, 1820, weg. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Unzerstörbar 2. It's like Star Trek, but different. Das mit seiner einmannstarken, aber vierarmigen Besatzung unterwegs ist, um fremde Welten zu erforschen und neue Kundenkreise zu erschließen. The duct tape totally matches. In Galaxien vordringt, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Ausgerechnet, UFO stürzt in Spandauer Gemüsegarten. Alle Gurken sind hinüber. Wussten wir es doch. Alles Gute kommt von oben. Er hätte auch einfach klingeln können. Grammel beim Nachmittagskuchen von UFO überrascht. Schon wieder. UFO mit tausend Sachen durch Spandauer Altstadt. Gonna be an alien. Jetzt droht Idiotentest. Genial. Vier rechts, vier links. Außerirdischer revolutioniert Jahrhunderte alte Stricktechnik. You already know it's gonna be good when that's the intro. Come on. Here he is with a damn alien. Das ist ein Knaller, oder? Dass ich mal neben einem Außerirdischen sitze. Ich habe mich ja vorher bei der NASA erkundigt. Man soll ja bei der ersten Kontaktaufnahme sehr einfache Worte wählen, damit die nicht falsch ausgelegt werden. Ich probiere das. Hallo! Erde, Friede, Freude. Ah ja, komm, ja. Das kennt er, glaube ich, nicht. Tja, machen wir wenigstens ein Foto, ja? Ein Foto. Achtung, nichts Bedrohung. Nix bum bum. Nur Foto ab. Handy hol ich mal. Achtung. Vielleicht mal lächeln. Ja? Like my cat. Klappt ja super. Mensch. Naja. Ob ich es mal anfasse? No, we can't play music on the aliens. Hallo, hallo. Hallo? Check, check. Check, 1, 2, 1, 2, check, mic, 1, 1, check, 1. Einmal Chicken McNuggets mit Barbecue-Soße, eine große Cola ohne Eis. No ice, so you get more soda, that's right. Der kleine Frederik möchte aus dem Spieleparadies abkommen. Turn around! Eigentlich könnte man was singen, oder? Das ist ein super Sound. Kann die Technik vielleicht mal irgendwie was Fetziges reinhauen? Was? Dem Huhn gefällt's. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. How you do two voices at one time? How do you do that? That's not normal. You can't sing a duet and do both parts at the same time. Die sprechen ja doch unsere Sprache. Habe ich mir gerade runtergeladen. Exakt, Ursula.
Sind das WLAN-Antennen? Ja, exakt. Ursula. Darf ich die noch mal anfassen? Sie möchten Ursula noch mal anfassen? Ihre WLAN-Antennen. Ursula hat gar keine WLAN-Antennen. Exakt, Ursula. Warum machen Sie eigentlich mal? Geht's Ihnen nicht gut? Wieso? Ihr Hals wird gar nicht länger. Erst der seltsame Musikgeschmack, jetzt hampeln Sie so rum. Was haben Sie da eigentlich am Auge? It's awesome when he starts laughing at his own thing that's going on. It really separates the two of them. Warum machen Sie jetzt immer? Hört sich ja schlimm an, wenn Sie das nach. Sounds bad when you do it too. Das mache ich, damit ich nicht niesen muss. Exakt, Ursula. Ist denn nicht so schlimm? Es sind ja ganz viele verschnupft. Können Sie ruhig machen. Soll ich mal losniesen? Ja. Auf Ihre Gefahr? Ja. It's a pretty hefty sneeze right there. I've never called upon the thunder when I sneeze. Ich glaube, dem Huhn hat's gefallen. Ich heiße übrigens Sascha. Ich komme von der Erde. Ich heiße Herr Schröder. Und das ist Ursula. Exakt, Ursula. Ich mache lieber weiter, nicht, dass noch was explodiert. Ursula, Sascha, Sascha, Ursula. Exakt. Ursula? Was ist Ursula eigentlich? Ursula ist eigentlich alles. Nein. Was? I want to know what Ursula is too. Nein, was Ursula für ein Wesen ist. Ursula ist eine Sternschnuppe. Oh, das ist ja toll, da kann ich mir was wünschen. Ja, können Sie, aber Ursula ist das Schnuppe. Exakt, Ursula. Zu Hause nennen mich alle S. F. Nee, S wie Schröder. Ja. Wieso haben Sie denn ein O auf dem Bauch? O? Ich trage die Klamotten von meinem großen Bruder auf. Haben Sie noch Geschwister? Ja, sonst könnte ich ja nicht die Klamotten. Sie sind bescheuert. Ja. Und Sie schwitzen, werden Sie alt? Nein. Haben Sie noch Geschwister? Ja, ich habe. Hören Sie mir auch zu, wenn ich mit Ihnen rede? I just realized there's another arm around his neck. I didn't see that before. Where's that arm coming from? Können Sie sich ein bisschen konzentrieren? Ich habe 3 Geschwister, aber die sind sehr verschnupft, gehe ich nicht gern hin. Ist sehr gefährlich. Wie heißen die? HMO. Obviously, dann, Mr. HMO. Dann habe ich noch 3 Halbgeschwister. Halb Geschwister, halb nicht. Die hängen den ganzen Tag vor der Glotze. Wie heißen die? RTL. Und Ihre Eltern? C und A, von denen habe ich auch den, den flauschigen Raumanzug. Ach nee, den habe ich von Onkel und Tante. Lassen Sie mich raten, die heißen P und C. Nee, H und M. Haben Sie Angst? Nein. Wieso sind Sie dann so weit weg? Ich finde, ich bin relativ nah. Yeah, very das close. Das ist der DGGA. Der
Exakt, Ursula! Haben wir Glück gehabt, gestern ist sie abgefallen. You have to fix that tongue. 2 Stunden haben wir sie gesucht, sie war Schotten. Das ist der DGGA, der denkbar größte Gesprächsabstand überhaupt. Wie wäre der Normalabstand? So. Hast ein bisschen eng, ich krieg kaum Luft. Atmen Sie durch die Ohren. That's the only explanation. So, sind Sie so an mir dran? So kann ich Ihr Gehirn hören. Ist eine Menge drin los. A lot. Jetzt denken Sie an einen unsichtbaren Koffer. Jetzt denken Sie an Ursula. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich weiß ja noch, was ich denke. Ich weiß ja noch, was ich höre. Können wir wieder in den Normalabstand zurück? Sehr gerne. Vielleicht auch besser für ein Verkaufsgespräch. Wie wollen wir es verkaufen? Denken Sie, ich bin den ganzen weiten Weg für einen Kaffee gekommen. Was wollen Sie mir verkaufen? Alles, was Sie brauchen. Ich brauche eigentlich nichts. Das trifft sich. Ich habe auch nichts dabei. You knew that was coming. No! No! Why is it over right here? It should have been longer. I needed more alien. That was the fastest 11 minutes of my life. Absolutely get over. So, Sasha, Grandma, all the love in the world. Shout out to Ms. Inga for the subtitles. Shout out to Thomas for the request. Smash that like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Tell the next one of my combustible. You guys be happy, healthy, safe. Let me take the mood back. Peace.